Cybersicherheit ist auch die Sicherheit von digitalen industriellen Anlagen. 40% aller Industrial Control Systems waren bereits das Ziel von Cyberattacken. 20% wurden bereits von Malware attackiert. Von 2012 bis 2015 stiegen die Angriffe auf SCADA-Systeme um 638%. Ukraine 2015. Bei einem koordinierten Angriff auf drei Energieversorger wird korrumpierte Firmware installiert, USVs vom Netz getrennt und die Stromversorgung unterbrochen. 225.000 Kunden sind ohne Strom. Im gleichen Jahr werden in Deutschland Systeme übernommen, die für die Sicherheitsabschaltung von Schmelzöfen notwendig sind. Die Anlagen werden zerstört. In den USA werden 2016 bei einem Angriff auf ein Wasserwerk interne Server übernommen. Den Angreifern gelingt es, die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers zu verändern. Das Lernlabor Cybersicherheit zeigt, wie es zu solchen Angriffen kommen kann. Der Angriff kommt zumeist aus dem Internet und führt über das Office-Netz zur Produktionsleitstelle. Diese ist mit der Fertigungsstraße verbunden, die damit auch online erreichbar ist. Die Produktionsleitstelle ist zum Beispiel für die Planung und Datenerfassung der Produktion zuständig. Sie liefert Informationen an das Human-Machine-Interface, das SCADA-System. SCADA-Systeme überwachen und steuern die Produktion, indem sie zum Beispiel Sollwerte über Füllstände, Temperaturen oder Motorgeschwindigkeit an SPS- und PLC-Module weitergeben. Dies sind programmierbare Controller, die die Bezugsdaten mit aktuellen Ist-Werten vergleichen, die sie über Sensoren aufnehmen. Entsprechend werden Ventile geöffnet, Motoren gedrosselt oder Warnmeldungen über zu hohe Temperaturen zurückgegeben. Es ist einem Angreifer also unter Umständen möglich, aus dem Internet bis zur Motorsteuerung vorzudringen. Dr. Christian Haas betreut das Lernlabor für Cybersicherheit in der industriellen Produktion am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB. Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0 gibt es in Zukunft immer mehr Angriffsflächen. Das kann sein, dass ich einen Angreifer über ein Office-Netz, einen PC, über einen E-Mail-Anhang an einen Mitarbeiter bis hinunter in das Produktionsnetz durchhangelt. Gab auch schon Angriffe in der Vergangenheit, die dadurch wirklich physischen Schaden in Fabriken verursacht haben. Andersrum, wenn es gerade darum geht, Wissen zu stehlen, also klassischerweise, wie es heute ist, IP abzugreifen von Unternehmen, dann ist es durchaus denkbar, dass auch mal korrumpierte Komponenten in der Produktion versuchen, eben den Weg ins Office-Netz zu finden, aber der andere Weg ist schon der wahrscheinlichere. Weiterhin ist es natürlich denkbar, wenn es keine physische Sicherung in der Fabrik gibt, dass ein Angreifer einfach mit seinem Laptop reinlaufen kann, sich in einen Switch einstecken und dann bösartige Angriffe durchzuführen. Und andere typische Angriffe, wie man sie heute schon aus dem typischen Office-IT-Umfeld kennt, werden sich in Zukunft immer weiter durchziehen, auch in die industrielle Produktion rein. Die Komponenten, die dort eingesetzt sind, sind teilweise schon seit 15, 20 Jahren im Betrieb. Und damals, als die Komponenten entwickelt wurden, gab es eben noch keine Anforderungen für typische Angriffe oder für IT-Sicherheit in der Umgebung. Dementsprechend haben viele der Komponenten wenige bis gar keine Sicherheitsmechanismen, die ich überhaupt nutzen könnte, um mich gegen Angriffe zu wehren. Die Komponenten an sich sind schon angreifbar und wenn ich jetzt noch anfange, die fast blind miteinander zu vernetzen, dann reduziere ich damit die Angriffsflanken nicht wirklich, sondern ich schaffe dadurch nur größere Verwundbarkeiten. Dementsprechend, wenn ich mal in so einem Netz drin bin, ist es wesentlich einfacher, einen hohen Schaden zu verursachen. Fraunhofer hat eine ganze Palette von Projekten, die sich mit IT-Sicherheit im industriellen Umfeld beschäftigen. Das eine ist das Projekt IUNO, das nationale Referenzprojekt für IT-Sicherheit. Dann gibt es mit dem Industrial Data Space ein weiteres großes Projekt, das sich darum kümmert, wie kann ich sicher Daten austauschen zwischen Unternehmen und neue Dienstleistungen basierend auf den Daten zu entwickeln. Und dann gibt es zum Beispiel mit dem Exponat hinter mir, mit dem Lernlabor Cybersicherheit, ein konkretes Projekt, wo wir dann auch an dem Exponat und am Sicherheitslabor praktische Übungen durchführen wollen, dass Mitarbeiter, die sich in der industriellen Produktion um die Anlagen kümmern, die Anlagen planen oder dafür verantwortlich sind, ein Bewusstsein für IT-Sicherheit erstmal gelangen und dann in einem weiteren Schritt im Rahmen der Weiterbildung die Möglichkeit bekommen, IT-Sicherheitsmechanismen auch in ihren Unternehmen einzusetzen und damit die IT-Sicherheit zu erhöhen.